Namaste, Namaste, herzlich willkommen. Dienstag, 12. März 2024, steigen wir doch gleich ein in Medias Res, mitten in die Geschichte, auch ein bisschen hinter der Geschichte, weil ich muss da ein bisschen arbeiten mit Patienten und dann holt mich Jean-Marc ab. Und dann, wie gestern gesagt, fahren wir zu Ivan Itten auf den Rathen Oberägeri. Zur Vorbereitung unseres Auftritts am 3. Mai, Freitag, 20 Uhr bei Ivan Itten auf dem Rathen spielen wir Comedy. Und damit das auch alles funktioniert, fahren wir dorthin und bestimmt werden wir dort auch gut speisen nach dieser langen Reise. Ja, was jetzt kommt, ist wirklich etwas, das einem den Appetit vergehen lassen könnte. Es ist schon wirklich fast unglaublich, auf was für Ideen Menschen kommen, vor allem bei, wenn es um alte Menschen geht. Gut, das haben wir jetzt 3 bis 4 Jahre gesehen, wie kreativ diese Ideen waren, was man mit alten Menschen alles tun kann, weil sich die leider nicht groß wehren, Klammer auf, können, Klammer zu. Aber wenn man dann sowas liest, und das ist nicht aus den Fingern gesogen, wie ihr bald sehen werdet, dann muss man sich schon fragen, wo sind wir da eigentlich gelandet? Nun, der Wohnungsbau ist ja wieder ein riesiges Thema geworden, weil wir viele Menschen haben, die erst bei uns ankommen und die noch nicht so lange bei uns sind. Ich hoffe, ich habe das absolut korrekt ausgesprochen. Schauen wir zuerst mal in die Schweiz. Da war es noch nicht so lange her, sprach man von einem Wohnungsüberangebot. Jetzt äußert sich der Chefökonom von Raiffeisen. Der Wohnungsmarkt steuert auf einen Eisberg zu. Die Wohnsituation in der Schweiz spitzt sich weiter zu. So stark, dass der Chefökonom von Raiffeisen sogar von einem Wohlstandsverlust spricht, so 20 Minuten. In Kürze, wer schon lange in einer Wohnung sei, profitiere von fast unfair tiefen Mieten und wer umziehen müsse, zahle die Zeche, sagt der Chefökonom von Raiffeisen. Das Problem werde sich weiter verschärfen, solange jedes Jahr 10'000 bis 15'000 Wohnungen zu wenig gebaut werden. Achtet mal auf diese Wohnungen, bringen wir die Deutschen. Sie stimmen, wenn man die Gesamtbevölkerungszahl anschaut, im Sinne von zu wenig, ziemlich mathematisch, arithmetisch überein. Falls du eine ausgeschriebene Mietwohnung willst, musst du dich sputen. Inserate sind schon nach 27 Tagen wieder offline. Der Schweizer Wohnungsmarkt steuert direkt und mit vollem Kraft auf einen Eisberg zu, warnt Freddy Hasen Mai, Chefökonom bei Raiffeisen. Die Wohnsituation in der Schweiz sei noch nie so schnell von einem Überangebot ins Gegenteil gekippt, sagte er in einer neuen Immobilienstudie der Bank. Viele Menschen in der Schweiz gründen nun Haushalte mit 3 oder mehr Personen. Früher nannte man das WGs und war eher Studenten vorbehalten. Entschuldigung, Studierenden. Die Haushalte hätten begonnen, ihren Flächenkonsum einzuschränken, sagt auch Raiffeisen. Hasenmai spricht in diesem Zusammenhang von einem Wohlstandsverlust. Raiffeisen geht davon aus, dass in absehbarer Zeit deutlich weniger Kapital von institutionellen Anlegern in den Schweizer Immobilienmarkt fließen wird. Auch die Börse signalisiert das. Die Preise der zum Handel zugelassenen Schweizer Immobilienfonds notieren aktuell knapp 20% tiefer als vor der Zinswende. Und wenn ihr euch fragt, was hat das mit alten Menschen zu tun, einen Moment bitte dranbleiben und durchhalten. Nun, die Baloise Basler Versicherungen, einer der größten Versicherungskonzerne der Schweiz, hat das Stand im Standpunkt, das ist ein Wirtschaftsblatt der Handelskammer bei der Basel, der Stand, sie haben einen Stopp erlassen, nämlich Investitionen in Häuser, also Haussanierungen, Renovationen im Kanton Basel-Stadt, weil dort einfach der Mieterschutz so übertrieben hoch gehandelt wurde vom rot-grünen Kanton, dass man praktisch die Investitionen nicht mehr umlegen kann. Also man kann sehr viel renovieren, eine neue Küche, neue Nasszelle reinmachen und dann kann man vielleicht 30 bis 40 Franken den Mietzins erhöhen. Und das ist
für aktuell nicht besonders spannend und spektakulär und dramatisch, aber schon nur mittelfristig wird das natürlich zu einem Verfall der Wohnsubstanz führen, wie man es zum Beispiel in EU-Ländern sieht. Fahrt mal irgendwie nach Mâcon zum Beispiel, war einst eine riesige Weinmetropole, oder Besançon, einfach so französische Städte. Und dort sieht man wirklich Häuser mitten in der Stadt, die einfach total schlecht aussehen, verfallen, so halbwegs bewohnt, man weiß nicht mehr genau von wem. Und das wird natürlich Basel, entwickelt sich in gewissen Quartieren einfach wirklich schlecht, sehr, sehr schlecht, kloakig. Wenn man schaut, das ist jetzt noch ein relativ harmloses Bild, der Bahnhof Basel, wenn man den City-Ausgang nimmt, ja, es ist wirklich ein langsam, es ist noch nicht so schlimm wie in den Vereinigten Staaten, wir wollen nicht übertreiben, aber es ist kein schönes Bild für die einstige potenzielle Kulturhauptstadt Europas. Und ja, Rot-Grün, guck zu, wir sind ja open-hearted, wir haben ja ein offenes Herz für alle und alles. Bis dann vielleicht nur noch die da sind und wer bezahlt dann die ganze Zeche. Nun schauen wir nach Deutschland. Auch dort ist ein harter Kampf entbrannt. Und die Schuld für den katastrophalen Zustand und die massive Verschärfung auf dem Wohnungsmarkt sind gefunden. Einmal mehr ist die medial und politisch initiierte Hetzjagd auf ältere Bürger in vollem Umfang eröffnet. Denn diese blockieren angeblich Wohnungen und Häuser, anstatt sie für, in Anführungs- und Schlusszeichen, quote-unquote, junge Familien frei zu machen. Dass der Anteil älterer Menschen infolge steigender Lebenserwartung und niedrigen Geburtenraten in westlichen Staaten zunimmt, ist ein empirischer Fakt. Diese Gruppe stellt aktuell den am stärksten wachsenden Bevölkerungsanteil in Deutschland, ich gehe davon aus, auch in der Schweiz. In Deutschland sind derzeit ca. 20% der Bevölkerung im Rentenalter, also über 65 Jahre alt. Die Vorbehalte gegenüber Senioren bis hin zu deren Diskriminierung wird in Fachkreisen als Ageism bezeichnet, von Age, Alter, und mit Diskriminierung nach Alter oder als Dominanz negativer Altersstereotypen übersetzt. Und diese nehmen ebenfalls zu. Die negative Wahrnehmung des Alters und die damit zusammenhängende Stigmatisierung dieser Bevölkerungsgruppe führt in zahlreichen Lebensbereichen, insbesondere dort, wo es um wichtige Ressourcen wie zum Beispiel den Wohnraum geht, zu Ausgrenzung und Diskriminierungspraktiken. Der deutsche Wohnungsmarkt und der dort herrschende eklatante Wohnungsmangel, so hoch wie seit angeblich 30 Jahren nicht mehr, ist solch ein Kampfgebiet. Bundesweit hätte das Wohnungsdefizit bereits zum Jahresende 2022 gemäß dem Deutschen Mieterbund die Größe von rund 700.000 Wohnungen erreicht. Der Deutsche Mieterbund warnt deshalb vor einem Jahr schon, so laut wie jetzt haben die Alarmglocken noch nie geschlagen oder schon lange nicht mehr geschrillt. Die Dachorganisation, der Deutsche Mieterbund, die nach Eigendarstellung mehr als 300 örtliche Mietervereine in Deutschland vertritt, genau 300, stützt diese Aussage auf eine Wohnungsbaustudie des politisch grün gefärbten Pestel-Institutes, eine Nachwehe des intellektuell bei weitem überschätzten und für seine Fehlprognosen bekannten Club of Rome sowie des in Kiel ansässigen Bauforschungsinstitutes ARGE. In Deutschland herrscht ein verfestigter Wohnungsmangel, der das Jahr 2023 zu einem Jahr mit einem Rekordwohnungsdefizit werden lässt. Ein Jahr später stellt sich nun heraus, das Wohnungsdefizit ist noch deutlich höher als befürchtet. Bis zum Jahr 2025 könnten in Deutschland 750.000 Wohnungen fehlen und damit 50.000 mehr als Anfang 2023 taxiert.
Bis 2027 werden sogar 830'000 fehlende Wohnungen prognostiziert. Ihr seht, wenn man die 10.000 bis 15.000 rechnet, Deutschland gut 10-mal mehr Einwohner, dann wären es in der Schweiz auch etwa 100'000 Wohnungen hochgerechnet auf Deutschland. Da sind wir in ähnlichen problematischen Größenordnungen drin. Das großspurige Wahlversprechen der amtierenden Bundesregierung, 400'000 Wohnungen jährlich bauen zu wollen, wurde zu Jahresbeginn von der SPD-Funktionärin und Bauministerin Clara Geiwitz, ehemalige Hausbesetzerin, dafür auch verurteilt, und auf 265'000 für 2024 korrigiert. Ja, was interessieren mich doch schon die 135'000 zu wenig? Vor allem ich, Clara Geiwitz, mit meiner Partei und den Grünen, die doch finden, macht auf die Tore, macht auf die Grenzen, lasst sie alle rein oder wie Tim Kellner sagt, fliegt sie ein. An diesem Desaster durch die neuesten Zahlen des Zentralen Immobilienausschusses zur Wohnungsentwicklung belegt, sind die Schuldigen bereits gefunden. Es sind die Alten dieses Landes. Diese Schuldzuschreibung wird seit einiger Zeit von Politik und in ebenso perfider Weise von den Mainstream-Medien betrieben. Jetzt, liebe Freunde, geht's erst richtig los. Also anschnallen. Anstatt auf das jahrelange politische Versagen und die daraus resultierenden schwerwiegenden Fehlentwicklungen hinzuweisen, also Ross und Reiter zu nennen, wie man das früher gesagt hat, plädieren Medien wie aktuell die linkspolitisch ausgerichtete Alpenpravda, genannt auch Süddeutsche Zeitung, dafür, ältere Bürger aus ihren Wohnungen oder Häusern in kleinere Behausungen umzusiedeln, um so Platz für junge Familien zu schaffen. Ja, wie soll man das nun einfach nennen? Hä? Unnötig zu thematisieren, wer diese jungen Familien eigentlich könnte sie sind für die Senioren nach Auffassung der Süddeutschen Zeitung ihre Wohnungen und Häuser räumen sollen. Denn Anführungs- und Schlusszeichen, wissenschaftlich untermauert hatte dies bereits im vergangenen Jahr das arbeitgebernahe Kölner Institut der deutschen Wirtschaft in seiner Studie «Mismatch im Wohnungsmarkt» beantwortet. Die Studienmacher errechneten, dass etwa 6% der Haushalte in deutschen Großstädten in den tendenziell zu kleinen Wohnungen leben würden. Das ist ja immer auch eine Definitionssache. Besonders häufig seien Haushalte mit Migrationshintergrund betroffen. Indes leben aber etwa 9% der Haushalte mit einem Haushaltsvorstand über 70 Jahre in sehr großzügigen Wohnungen. Meine Damen und Herren, das ist die klassische deutsche Neidkultur. Et voilà! Nun, jetzt geht's los mit einem Essay von Nils Wischmeier von der Süddeutschen Zeitung. Er sagt: Das ist aus gesamtgesellschaftlicher Sicht eine Katastrophe und wirft auch ethisch-moralische Fragen auf. So der NZZ-Autor Nils Wischmeier. Unter der Überschrift «Oma soll umziehen», dann die Frage der Süddeutschen Zeitung und Nils Wischmeier. Achtung! Darf eine Bevölkerungsgruppe so leben, wie sie will, auch wenn sie damit einer anderen schadet? Und was darf der Staat tun, um dieses Ungleichverhältnis zu ändern? Das ist aber noch nicht alles. In einer sozialen Marktwirtschaft muss gelten, dass die eigene Freiheit darin besteht, dass man alles tun kann, solange es keinem anderen schadet. Nur wer sich diese Wohnungssituation nun anschaut, der merkt, da schadet eine Bevölkerungsgruppe der anderen ganz massiv. Diese zutiefst sozialistische Gesinnung, welche die Grenzen der Altersfeindlichkeit hin zum Altersrassismus meiner Meinung nach überschreitet, lasst mir eure Meinung in den Kommentaren, mündet in der Aussage: Ältere Menschen leben oft allein auf vier Zimmern oder gar in Einfamilienhäusern. Das verknappt den Markt für junge Familien und ist schlecht für die Umwelt. Und dann sagt er noch, und jetzt kommt der absolute Hammer, und deshalb ist es höchste Zeit für ein paar Umzüge.
ja, vielleicht könnte man diese Umzüge ja irgendwie Deportationen nennen, oder ist das jetzt zu weit gegriffen? Es geht noch weiter und die Pointe kommt noch. Sollten sich Senioren indes unsolidarisch zeigen und das Angebot ablehnen, den bescheidenen Wohnwohlstand, für den viele von diesen fleißigen Leuten ihr Leben lang geschuftet haben, an Anführungs- und Schlusszeichen junge Familien abzugeben, dann könnte man diesem egozentrischen Ansinnen mit einer Art Alleinwohnsteuer entgegenwirken und Abhilfe schaffen. Nun, Barbara Adler ist eine Ärztin aus München. Sie hat einen Leserbrief geschrieben in der Süddeutschen Zeitung und hat diesen Begriff gebracht, Alleinwohnsteuer. Und sie sagt auch, der Lebensraum von der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus oder der Mietwohnung im gewohnten Umfeld soll also im Alter enden. Wer nicht verzichtet, soll das teuer bezahlen. Das ist kein Generationendialog, sondern blanke Interessenpolitik. Dem ist zuzustimmen. Aber es kommt noch schlimmer. Das Zentrum für Immobilienwirtschaft, IREPS, der Universität Regensburg, stellte hierzu, man muss es auch in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, Konzept vor, das wirklich nur noch sprachlos macht. Die Forscher, ich kenne diese Gesellschaft nicht, diese Ehrenwerte, raten dazu, älteren Mietern in großen Wohnungen die Miete so drastisch erhöht werden, dass sie gezwungen sind, ihre Wohnung zu verlassen. Das zusätzliche Geld, das der Vermieter einnimmt, soll er aber nicht behalten dürfen. Stattdessen raten wir der Regierung, so der IREPS, einen Vermietersoli einzuführen, mit dem man wiederum Wohngeld finanzieren kann. Damit könnten viel mehr Menschen Wohngeld erhalten als bisher. Wie hoch der Vermietersoli ausfällt, wird bei privaten Vermietern von Einkommen abhängig gemacht. Ja, also das ist natürlich eine Denkweise oder eine Denkrichtung, die wirklich keine sozialistischen Ansprüche wirklich auslässt. Sollte die vorgeschlagenen drastischen Mietpreiserhebung auch noch nicht den gewünschten Entmietungserfolg bringen. Entmietungserfolg. Es ist unglaublich, was ihr Deutschen für Worte empfindet. Dann dürfte die Energiekrise das Matching im Wohnungsmarkt verbessern. Nachdem sogenannte Wohntauschangebote, die von Wohnungsunternehmen in der Vergangenheit bereits an Senioren gerichtet wurden, aber nicht von Erfolgen gekrönt waren, wie erstaunlich, weil es ja, die alten Menschen haben ja keine Wurzeln, nein, die sind ja Manipuliermasse, die kann man einfach herumschieben, ne, so wie mit Schneeschaufeln oder Schneeschneuzen und so weiter. Dürfen die hohen Energiekosten in einer linksgrün initiierten Energiekrise begründet bei Senioren dann doch einen Umzugswunsch auslösen? Und schaffen es hohe Energiekosten immer noch nicht, für eine politisch gewünschte Entmietung in der betagten Bewohnerklientel zu sorgen, dann bleiben immer noch astronomisch hohe Sanierungskosten als letzter Trumpf im Ärmel, die beispielhaft durch zwangsverordnete grüne Heizungsverbote entstehen. Und jetzt ist eben, das ist wieder das Verrückte. Nicht? Was machen die Mainstream-Medien mit diesen Dingen da, die voll diskutiert werden? Also das sind offizielle Studien da, das sind offizielle Verbände, der Mieterbund, alles Mögliche. Das ist nicht irgendwie so eine Potsdamer Konferenz mit 50 privaten Leuten, die mal laut nachdenken. So laut, dass sogar Korrektiv mitgehört hat. Das stoische Vermeiden der Mainstream-Medien, Gründe für den katastrophalen Missstand auf dem deutschen Wohnungsmarkt zu benennen, ist mehr als nur auffällig. Kein Wort davon, dass die seit Jahrzehnten vorangetriebene linkspolitische Entmachtung des freien Wohnungsmarktes gepaart mit Enteignungsfantasien, vermieterfeindliche Gesetzgebungen und sozialistische Regularien wie Mietpreisdeckel oder überbordendes in Gesetze gegossenes Klimagewissen den Wohnungsbau für private Investoren jeglicher Attraktivität gänzlich beraubt haben.
Ebenfalls das große und stetige Schweigen, meine Damen und Herren, über die anhaltende Armutsmigration nach Deutschland, einem Land, das bereits vor Merkels eigenwilliger Grenzöffnung 2015 neben Belgien, den Niederlanden oder Großbritannien zu den am dichtesten besiedelten Ländern Europas zählte. Wir Schweizer sind auch auf dem besten Weg dazu. Knapp 10 Jahre und rund 2 Millionen Migranten später, Hunderttausende, die gar nicht gesetzlich gar nicht mehr hier sein dürften, nicht mitgezählt, wurden durch die ungebremst anhaltende hohe Massenmigration aus den vernehmlich muslimischen und afrikanischen Gegenden dieser Welt sowie die Massenaufnahme von rund 1,5 Millionen Ukrainern, 1,1 Millionen Ukrainern in Deutschland, wir wollen nicht übertreiben, für die eigenen Bürger das Wohnungsangebot im Zeitraffertempo verknappt. Sehendes Auge, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Frieden gefährdend, wird die unkontrollierte Zuwanderung durch Linksgrüne, wir haben Platz, Parolen flankiert und untermauert. Vor ziemlich genau einem Jahr verstieg sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser noch zu der Aussage, dass Flüchtlinge für den Wohnungsmarkt überhaupt kein Problem seien. Um vom eigenen politischen Versagen abzulenken, um die teuer erkauften linksgrünen Ideologien nicht in Frage stellen und mit der Realität abgleichen zu müssen, haben die Verantwortlichen einmal mehr auch beim selbstverschuldeten Wohnungsbau, Notstand und eben dieser Misere den schuldigen Bock gefunden. Der Mörder ist nicht immer der Gärtner, aber die Schuldigen sind doch meistens eben die Alten. Nun ja, die Alten, das ist schon ein bitteres Schicksal. Zum Glück bin ich noch so blutjung und noch nicht alt. Und es würde uns, mein Team und mich freuen, wenn ihr uns weiterhin etwas unterstützt. Im Moment ist große Ebbe. Vielleicht wieder mal an einen Dauerauftrag denken, weil wir, die unabhängigen Medien, wir bringen so vieles, dass ihr im Mainstream nicht mehr lest. Und ich maße mich an, zu denken, dass das auch ganz wichtig ist. Also in diesem Sinn ganz, ganz herzlichen Dank. Und das Ende ist nah. Nein, es ist sogar schon da. Ich sage, das war's für heute. Ich sage Amandla, Avetu. Und ich sage, mein Name ist Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Saludos a todos. Mit Georg verabschiede ich mich in den Dienstag und man sieht sich schon sehr bald. Morgen ist Mittwoch und Mittwochskommentarzeit. Macht's gut.